Dort sitzt was. Mal gucken, ob ich das Loch treffe. Wir gehen jetzt zum Krater. Hallo. Pflanze gefunden. Er hat die gefunden. Die heißt Marihuana. Hinter mir sitzt schon der neue Guide, der mit mir auf diesen Berg steigt. Wird das Gepäck gewogen für die Träger? Ein bisschen Angst habe ich schon, denn mein Guide ist Mountain Runner. Herzlich willkommen zum neuen Video und einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich bin immer noch in Afrika. Heute bin ich auf dem Weg zum Maranguat. Ich wandere nicht auf den Kili, auf den kleinen Nachbarn. Der Kilimandscharo ist ja der höchste Berg Afrikas. Ich hoffe, dass die Wolken heute nicht so tief hängen, dass ich ihn sehen kann. Gestern war es leider nicht möglich. Heute gehe ich auf den Maranguat. Der ist 2700 Meter hoch und vielleicht bin ich dann auch über den Wolken und kann den Kili sehen und euch zeigen. Ja, habt ihr Lust auf das Video? Dann folgt mir doch einfach. Ich bin hier in einer Lodge. Das ist hier so der Ausgangspunkt für Wanderungen und Hikes auf dem Kili und die anderen Berge hier. Und ja, um 6.30 Uhr treffe ich mich mit meinem Guide. Ich glaube sogar, heute habe ich zwei Guides dabei, die mich begleiten auf der Wanderung, denn man darf hier nicht alleine wandern. Wir werden durch wunderschönen Regenwald wandern und vielleicht auch ein paar Affen sehen oder andere Tiere. Ja, lasst euch überraschen. Ich bin fertig zum Gehen. Daunenjacke, Regenjacke und Regenhose habe ich an. Aber jetzt geht's erstmal frühstücken, bevor wir auf die große Tour gehen. Good morning! Da kommt der Guide. Das Frühstück ist da. Kaffee, Obstplatte ist schon leer. Eier, Chapati, Süßkartoffeln. Wurst und Bohnen. Ja, Bohnen. Bohnen. Okay. Genau. So, es geht jetzt los. Ich bin jetzt hier vor der Lodge. Der Gottlieb, der holt mich jetzt gleich hier ab. Und dann bringt er mich zum Ausgangspunkt zu den und dann starten wir ab durch den Regenwald. Wir sind jetzt 1700 Meter hoch und es ist richtig feucht. Regen kann man es nicht nennen, einfach nass und so grün. Alles. Hinter mir sitzt schon der neue Guide, der mit mir auf diesen Berg steigt. Mal sehen, von wo wir starten, aus welcher Höhe. So, jetzt sind wir im Kilimanjaro Nationalpark. Also der Kilimandscharo besteht aus drei Gipfeln. Der kleine ist der Chira, der Kibo, das ist der, den man so kennt. Und der heißt Mavensi. Sieht man jetzt schlecht, weil eine Scheibe davor ist. So, meine beiden Guides, die besorgen mir hier gerade mein Permit. Ja, wir sind auf 1700 ich glaube 80 Metern Höhe und gehen praktisch genau 1000 Höhenmeter hoch und 1000 Höhenmeter wieder runter heute. Ja, ich drehe mal kurz um
Hier ist noch ein Picknickplatz. Hier ist so ein Informationszentrum. So, hier ist ein Modell vom Kilimanjaro. Also alles, was man hier sieht, ist der Kilimanjaro mit seinen drei Gipfeln. Der kleine hier, der heißt Mavenzi. Der große, das ist der Kibo mit seinen über 5000 Metern Höhe. Und das ist der Chira. Der Chira ist der älteste Gipfel. Er entstand vor über 1 Million Jahren. Dann kam der Mavenzi. Er ist 500.000 Jahre alt. Und der Kibo, der entstand erst vor 460.000 Jahren. Kilimanjaro Nationalpark. Wird das Gepäck gewogen für die Träger. Und wir gehen jetzt hier durch auf unseren Maranguhat. Das sind ungefähr 8 Kilometer. Hätte mehr gedacht, aber es sind wohl 3 Stunden zu Fuß. Außer wenn man ein bisschen fotografiert und filmt wie ich. Aber naja, ein bisschen Angst habe ich schon. Denn mein Guide ist Mountain Runner. Er geht den ganzen Kilimanjaro bis oben, also von hier unten bis oben, 6000 Meter hoch in 6 Stunden. Ich hoffe nicht, dass er mit mir vorhat, hier loszurennen. So, ist noch ein Guide dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich brauche hier, um 6 Kilometer, um 8 Kilometer zu laufen. Aber ja, machen wir mal, ne? Das ist unser Weg hier durch den Regenwald. Normalerweise sind hier viele Affen, aber es ist zu kalt. Sie sind weggewandert. Und warum dieser Mensch dort immer in meinem Weg stehen muss, das kann ich euch nicht sagen. Also, ein paar Infos. Sie staunen erstmal, wie fit ich bin. Ich laufe zu schnell. Sie sagen immer wieder langsam, langsam. Und der Typ vor mir, der wurde uns vom Nationalpark aufgedrückt. Warum, habe ich nicht so ganz verstanden. Jedenfalls läuft er mir immer vor die Kamera. Und hinter mir laufen noch 2. Also so ein bisschen einsam wandern ist hier nicht drin. So, die erste Jacke habe ich mir schon ausgezogen. Wir sind auf 2050 Metern Höhe. Daunenjacke ist im Rucksack, weil ich schwitze. Und die beiden vergnügen sich hinter mir mit Musik. Er ist übrigens hier ein Rapper oder jedenfalls nimmt er auch Musik auf. Und das ist der vom Nationalpark. Jedem Schritt, den wir hier gehen, verändert sich die Vegetation. Die großen Bäume werden immer kleiner. Es kommt mehr Gebüsch. Und umso weiter wir laufen, kommen wir in die Wüste, Grasland und immer weiter. Und dann laufen wir bis zum Gletscher. Allerdings nicht heute. Heute kommen wir an die Grenze des Regenwaldes. Da sitzt ein Affe. This is the blue monkey. Yeah. And we have another one called black and white colobus monkey. Maybe we sit in front, what it'd be like. He's hungry. Tell it, this is the Potter's Lord. Dort ist ein Haus, das Ende der Rettungsstrecke. Nur bis hier können die mit dem Rettungsfahrzeug kommen.
kommt, wir gehen jetzt hier weiter. Mal gucken, ob ich das Loch treffe. Pflanze gefunden. Er hat die gefunden. Die heißt Marihuana. Da sitzt ein Sunbird. Ein männlicher. Where they come from? Kibo? Coming from Kibo. Ah, okay. Also die Porter, die wir gerade gesehen haben, die haben einen echt alten Mann begleitet. Der war in 6 Tagen oben auf dem Kibo und der ist wirklich hier mit Krücken runtergekommen und der war vielleicht, ich weiß nicht, 70 Jahre alt. Das gibt mir Hoffnung. Gute Nachrichten übrigens. Ich habe gerade die E-Mail bekommen, dass mein Auto ganz ist. Viele von euch haben vielleicht mitbekommen, ich wollte ja eigentlich auf Frankreich-Tour gehen, aber habe mir jetzt als Alternative hier den Afrika-Trip gesucht und mein Auto in der Zeit reparieren lassen. Und ja, jemand aus meiner Familie holt es heute ab. Und wenn ich wiederkomme aus Afrika, kann ich doch noch mit Cassie auf Tour gehen. Hier sieht es schon ganz anders aus. Andere Bäume. Es ist heller. Und die sind nicht so hoch, die Bäume. Ganz andere Natur. Da oben, seht ihr den weißen Schwanz? How called the monkeys? Calabas Monkeys. Ein bisschen dichter. Das war eben ein Abenteuer. Ich stand mit einem Ameisenhaufen, als ich das Video gemacht habe mit den Affen. Und die sind mir überall hingekrabbelt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Alle 3 Guides haben an mir rumgeklopft. Die Affen. Die kommen auch hier runter und holen sich Futter. Der Mandara hat, wäre die erste Etappe, wenn man auf den Kili geht. Hier sind diese ganzen Hütten, wo man dann schlafen kann. Ich kann leider nicht reinschauen, ist alles abgeschlossen. Aber das, die Hübschen, die sind natürlich für die, die dafür bezahlen, hier hochzugehen. Und die Schwarzen sind für die Guides. Und hier, das ist der Baum mit den Affen. Oh, die sind jetzt echt hoch. Ich sehe keinen einzigen. Schade. Mal gucken, ob ich ihn noch mal raufkriege. Das ist der lange Schwarz. Schlechte Qualität, aber man sieht ihn. Dort sitzt was. Er beobachtet uns. Oh, he lives in the tree. Yes. As I told, these are called tree hyrax. Yeah. These, they used to live in trees. Ah, okay. They dig something like a hole in the tree and then live in the tree. Yeah. But on the western side of Kilimanjaro, we have rock hyrax. You can see it. Ah, okay. Whether it will be not cloudy, you can see it. Oh, like it. Wir gehen jetzt zum Krater. Und wenn ich Glück habe und das Wetter gut ist von da, kann ich den Kibo sehen. Höchsten Punkt vom Kilimanjaro. Guck mal, die Natur ist hier schon wieder ganz anders. Der Regenwald liegt hinter uns. Jetzt fängt das Grasland an. Everlasting Flower. Yeah, here are bees. Yeah, collecting nectar. Ja. Yeah. Yeah. Die Nationalblume von Südafrika. Wir sind jetzt hier im Krater von diesem Vulkan. Da in den Wolken, das ist der Kibo. Hier kann man nach Kenia schauen. Das ist die Grenze und der Museli Nationalpark. Da vorne. Da sitzt ein Affe.
jetzt hat er mich noch nicht gesehen. Habst du den Guides erstmal gesagt, dass sie leise sein sollen? Da ist er. Ganz oben sitzt noch einer. Hello? Oops. Sind überall Affen. Schaut mal, was ich gefunden habe, was es hier in meiner Lodge gibt. Riesengroße Schildkröten. Yeah. Hallo, hallo. Ich bin wieder zurück vom Kilimanjaro Nationalpark. Wir haben jetzt lecker zu Abend gegessen, der Gottfried und ich. Und haben uns verabredet, was wir morgen machen. Und zwar wollen wir morgen zu den heißen Quellen fahren. Er meinte, ich kann da auf einer Schaukel schwingen und mich dann ins Wasser stürzen. Davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Aber lasst euch überraschen, das Video kommt dann nächste Woche online. Es ist das nächste sozusagen. Ja, mein letzter Tag hier am Kilimanjaro. Irgendwann kommt der Tag, da komme ich wieder und dann gehe ich bis ganz oben. Bis dahin habe ich noch genug Zeit zum Trainieren. Ich glaube, das Problem wäre nicht meine Fitness, sondern das Problem wäre die Höhenkrankheit. Da Brandenburg praktisch keine Höhen hat,
kann ich das auch schlecht trainieren ohne großen Aufwand. Aber ja, irgendwann kommt der Tag und dann komme ich zurück. Dann gehe ich mit Gottlieb die Whisky-Route hoch, weil er ist der Meinung, Coca-Cola ist für mich zu einfach. Die verschiedenen Routen haben hier so Spitznamen von den Guides. Coca-Cola ist die einfachste, dann gibt's Whisky, Double Whisky und so weiter. Ja, hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Abo dalassen. Bis bald. Ciao. Gimanga, Gaenda Nuka, Bogona Siro, Sikambe, Sikambe.